Ich habe auch keinen Plan, was er machen will. Ich wollte. Oh Gott, ist das gerade chaotisch. Warum kommen da Dinge nach da? Also, ich wollte hier unten sicherstellen, dass die Kohle von links kommt. Hier hinkommt. Hier kommt sie an den Verteiler. Der Verteiler sorgt dafür, dass in alle Ausgänge was rausgespuckt wird. Dann sollte die Kohle nach rechts ausgespuckt werden. Hier ganz normal hoch einsortiert werden. Ein anderer Teil sollte dann hier durch die Kreuzung einfach nach oben gebracht werden. Und danach hier weiter nach oben. Aber irgendwie kommt Kohle hier aus dem Brückenförderband raus. Was es nicht soll. Das heißt, wir brauchen da Abstand. Besser. Kannst du nicht einfach die Kohle aus der Base rausfiltern? Ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich, ja. Verteiler. Generatoren. Und knotifizieren. Seid ihr automatisch verbunden? Also sind die untereinander verbunden? Ich denke. So, jetzt haben die Strom. Aber dadurch sind die jetzt nicht verbunden, oder? Ich glaube, wir brauchen eine Liste von... Ja, die müssen da sein. Mauern. Mauer. 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 Hier ist jetzt eine Lücke, ne? Leuchtet, ja, Licht. Oben die Reptile auch, ob die Reptile auch Mauern reparieren? Ich hoffe mal. Aber die sind nicht nah genug dran an der Mauer. Oh. Das heißt, wir müssten, wenn dann noch so ein Ding da und da hinbauen und einen Knoten. Stärker. Verteidigung. Ja, das blinkt. Braucht eine ganze Weile. Ausrepariert. Aber sie setzen halt nicht neu. Soweit ich das sehen kann. Oder zumindest reparieren sie erst und setzen dann neu. Und da die Feinde jetzt ja doch stärker werden, bitte das alles auch nochmal verdoppeln. So. Und davon jeweils auch noch an den Mauern welche verteilen und Knoten. Gut. Wird langsam knackiger. Was sagt die Forschung? Wir können... Und nun bitte 4 Flieger. Wir haben Luftabwehr an ein paar Stellen. Vermischt Kohle, Blei und Sand. Wir haben noch keinen Sand, oder? Wir haben aber genug, um das zu erforschen. Hallo Gero, was ist das Schönes? Das ist mein Factory. Hoffe ich immer noch. Mal nachgucken. Mindustry. Genau. Mindustry ist das. Ein 2D, also ist Factorio ähnlich, aber mit mehr Fokus auf Tower Defense. Und das ist in Steam gerade im Angebot für 5 Euro und habe ich mal reingeschaut. Und es gefällt mir ganz gut. Deswegen überziehen wir auch schon. Die kommen jetzt anscheinend immer von hier. Könnte man ja fast ausnutzen. Und hier ist übrigens unsere Luftverteidigung. Also es würde nichts ausmachen, wenn die jetzt mit mehreren Fliegern kommen.
kann zwischendurch auch klingen. Sehr gut. Eine 6 von 15. Du. Achso, ich lasse das jetzt mal so stehen und guck mal, ob die Dinge jetzt das auch neu setzen, wenn sie fertig sind mit Reparieren. Sicher ist sicher. Auch hier ein wenig expandieren. Hier haben wir doch auch noch gar keine Reparaturanlagen, ne? Und was ist reparieren? Da. Da, da, da. Alles mit Strom versorgen. Die auch untereinander verbinden. Denke nicht, dass die neu sitzen. Ja, denke ich auch nicht. Es wäre zu praktisch. Könnt ihr eigentlich darüber schießen? Ganz knapp, ja. Okay. Ja, hier ist wie gesagt nicht so toll. Also wenn die KI richtig bleach wäre und wenn sie merkt, dass sie jetzt mehrfach hier nicht gegengekommen ist, dann sollte sie ganz außen rumlaufen. Da kommen sie. Ich lock sie mal hier in die Richtung. Das ist schon richtig dann. Kann man irgendwo sehen, wie viel Strom man verbraucht? Ich wüsste noch nicht wo. Datenbank, Entwürfe. Ach, hier sind fertige Blueprints drin. Also wir könnten einen Blueprint machen für eine ordentliche Verteidigungsanlage. Ja, das sollten wir vor dem nächsten Planetenabschnitt auf jeden Fall machen. Also mit einem Verteiler. Ja. Habe ich nicht drauf geachtet, ob das gesetzt wurde und jetzt neu vernichtet oder vorher schon weg war. Das sind die dicken neuen, ne? Blink, blink, blink. Ich kann ja von dir jetzt auch ganz viele hier hinsetzen, ne? Ist ja alles mit dem Strom abgedeckt. Au. Oh. ja. Wir sollten Akkus bauen. Bau Batterie. Wir haben ganz viel Minus, das ist richtig. Verbrennung. Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen gar nicht genug Kohle rein, um das alles auch nicht zu verbrennen. Also es arbeiten hier nur 2,5 von denen. Man braucht also viel, viel, viel mehr Kohle. Ja, später. Strom können wir aber nicht rüber transportieren zu anderen Basen, ne? Ich denke nicht. Und nein, wird nichts Neues gebaut. Okay, das sichern. Soweit okay. Ich kann ja auch von Hand Sachen mitnehmen, ne? Das heißt, ich könnte jetzt hier hinten Türme hinstellen. Die von Hand befüllen. Nicht ideal. Aber deswegen ist ein bisschen was da. So. Da. Ja. Wir sollten einen Angriff auf jeden Fall abhalten. Band legen? Von wo? Da durch drei Ecken irgendwie rum? Nee, nee. Oh, sie greifen von einer Stelle an. Oh, da kommen die Großen. Ja,
wird hier schon extremer. Ich kann hier noch einen Verteiler hinbauen. Da mehr, ja, wobei der wird gegen die Wand schießen, das bringt nichts. Da noch einen Verteiler hin. Da noch einen Turm hin. Türme können über andere Türme rüberschießen, ne? Oben in einer Linie zwischen zwei Stromverteiler. Ganzer Satz bitte. Ich wundere mich gerade, warum nimmt Geo die kleinen Mauern und nicht die dicken? Weil ich nicht weiß, ob es großen Unterschied macht. Weil es Geo ist. Es stehen keine Werte dabei. Kommen wir nicht zum Fragezeichen hin. Doch da. Lebenspunkte 1280. Das heißt, das müsste jetzt 320 haben, eine kleine Mauer. Dann macht es keinen Unterschied. Jo, macht keinen Unterschied. Ah, doch. Es macht einen Unterschied, weil es nicht so schnell vernichtet wird und dann eher repariert werden kann. Ja. Dann mache ich das mal so. Fein kommt. Es werden mehr. Oh. Speichert so wie gar nichts. Na, ja, wobei kannst du da lassen, ist egal. Die da weg. Nee, warte, muss alles kurz weg. Wenn ich jetzt nämlich noch was dahin baue, dann ist es hier zu stark verteidigt und die greifen dann hier nicht mehr an. Das will ich ja auch nicht. Acht auf dein Leben. Ja, ich merke das schon. So, Welle in einer Minute. Sofort den Spawn-Bereich verlassen. Ist das denn immer derselbe? Wahrscheinlich nicht, ja. Und dann könnte ich ja eigentlich hier in Ruhe die Kohle abbauen. Und da die Ressourcen eh unendlich sind, sollte es okay sein. Bau. Also hier kommt eine Linie durch. Da kommt eine Linie durch. Und die werden das Ganze einfach nur zu Generatoren verteilen. Also kein Abtransport Richtung Dingsbummens. Einfach nur Brisit. So, mal schauen. Ist auch alles hiermit verbunden, ne? Ja, da kommt der Feind. Ja, puff. Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Verliere ich die Ressourcen? Die gehen gezielt auf das eine Loch da. Die Säcke. Du, da. Die KI ist gut. Die ist echt gut. Abzwackung, die da weg.
Ja, aber so clever ist das nicht. Ja, ich weiß, das ist nicht schwer. Es ist eine kleine Formel, aber trotzdem. Ich finde es toll. So, die arbeiten jetzt alle, fast. Ne, der Strom. Die haben jetzt keine Striche untereinander, das verwundert mich gerade ein bisschen. Das scheint so verbunden zu sein. Ist was angekommen. Oh! Zocknapf hat gespendet. 12 Euro. Ich habe das Ding jetzt schon wieder ausgeschaltet, ne? Na, Mist. Sorry. 12 Euro. Ein bisschen Geld, das du in Warhammer Mechanicus investieren kannst. Oder auch was anderes. Dankeschön, ja. Ja, das war der andere Plan für heute. Warhammer Mechanicus. Auch wenn da sehr wahrscheinlich gleich ein Let's Play draus werden würde. Das hier weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Also es macht Spaß. Das hier würde sich eignen für einen Stream, weil dann könnte. Ersch, ich wusste es. Wollt ihr nicht hier durch? Hier wollt ihr durch, ne? Ja. Gespeichert 14.000, ja. Also wenn man genug Energiepuffer hat, dann ist es gleich wesentlich angenehmer. Kreuzfeuer, ja, Killboxen. Überall Killboxen. Da und da. Die hätten aber genauso gut auch weiterlaufen können, ne? Das ist das, was ich gerade so sehe. Manu. Das mit dem F ist nicht ganz so toll, weil dann zeigt das auch so eine Overlays hier nicht so gut an. Ich baue mal hier auch Drills. Aber für eine Verteidigung rechts und eine Verteidigung links. Mit einem großen Verteiler da hinten. Braucht das so eigentlich gar nicht, ne? Ich kann doch so zum Beispiel machen, dann einfach hier ganz viele kleine Verteiler. Und da die Türme ransetzen. Und dann Mauern. So, Feind kommt von wo? Kommt wieder von woanders. Das war genau da, wo ich es jetzt gerne nicht hätte. Mist. Oh, vernichtet. Das waren Selbstmordeinheiten. Das ist neu, okay. Die sind dann zum Weichklopfen der Verteidigung da. Da und da. Die waren eigentlich dafür gedacht. Hier. Nein. Da weiter zu gehen. Ne, die haben jetzt gerade gar nichts gebracht. Verteiler. Hier eine Reihe Verteiler. Da eine Reihe Verteiler. Da eine Reihe Verteiler. Und dann die Türme oben drauf. Bleibt der Boss. Der Boss kommt bestimmt bei Wetter 15 von 15. Aber es wundert mich schon krass, dass es vom Schwierigkeitsgrad her einigermaßen angezogen ist. Also wir sind hier quasi noch im Tutorial. Wir lernen hier gerade erst die Grundmechaniken des Spiels zu kennen. Trotzdem, ja, kriege ich schon auf die Nase. Das.
So müsste das passen. Anderes Kupfer will auch noch anzapfen. Ja, werde ich müssen, das sehe ich schon. Was jetzt noch sehr interessant wäre, wäre, wenn meine alten Kartenteile noch angegriffen würden, sporadisch. Die Mauern sind zu weit weg. Nö, sind sie nicht. Da. Dann geht ihr mal bitte darum und da hoch und der Rest wird runtergebracht. Von hier überhaupt einigermaßen nach Hause. Oh, warte, das hier muss. Hä? Was zur Hölle? Achso, es ist alles gar nicht angeschlossen, dass es der Überschuss nach Hause geht. Das sollte ich tun. Überschuss an Kupfer, bitte. Kreuzung, ich höre Geballerei. Ja, ich gehe gleich hin. Das ist der Überschuss von denen. So. Komm vielleicht später, dass du auf alte Gebiete zurück musst und upgraden. Ja, das wäre halt richtig cool. So ein bisschen wie bei Syndicate, an dem alten von Bullfrog. Da gab es das auch schon. Okay, also der Überschuss von dem geht jetzt damit drauf. Die hier haben gerade keinen Überschuss, aber das kann sich noch ändern. Also hätte ich gerne hier noch einen Verteiler. Dass, wenn er sich hier staut, der Überschuss von den Drills dann auch nach da weggeht. Die verbrauchen einfach nur Energie, das ist okay. Wie kriege ich jetzt das Kupfer von hier zur Base? Hier ganz unten rumwuseln. Das ist doof. Also hier müsste ich denn ja auch. Ein Verteiler da. Dich runter da lang. Und den Überschuss von hier hinten wieder da drauf bringen. Ja. Und jetzt. Okay, mach es auch. Aber ich erwähne, dass es freaky wird. Das läuft alles nach da, ne? Na gut, die hier können weg. Eigentlich kann die ganze Verteidigung. Oh. Die können hier rüberschießen. Ne, warte. Also, die können nicht über unsere Mauern schießen, aber die können über das reguläre Gelände schießen. Und ich mache jetzt, bis die Welle 15 für 15 durch ist und wir auf die nächste Welt springen könnten. Dann ist für heute der Test erstmal vorbei. So, wo wollt ihr jetzt noch hin? Mit dem Kupfer? Hier jetzt durch. Nicht copy-pasten. Das ist doof. Sondern hier lang, da lang, die Mauer kann weg. 3-1. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch mehr Zufluss von Kupfer. Wenn die Wellen alle durch sind, dann können wir uns darum kümmern, das Bleifeld hier ordentlich anzuschließen, das Kupferfeld da noch. Und alles andere, was hier sowas bist du denn? So einfach nur Ramsch. Alles andere, was noch so rumkreucht und fleucht. Sand bräuchten wir zum Beispiel auch noch, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich
guck mal, ob ich Folgendes machen kann. Fünf, vier. Blub. Zwei Gegner verbleibend. Wir hatten vorhin schon vier von denen auf einmal, oder? Ist das jetzt noch eine höhere Variante? Bitte. Ist okay. Die laufen also gleich hier gegen. Sagt die Forschung irgendwas Neues? Nö, wir bräuchten jetzt erst neue Ressourcen. Das ist ganz angenehm. Also, dass man quasi nicht durchgehend irgendwelche Forschungspacks oder Cubes oder ähnliches grinden muss zum Freischalten, sondern einfach nur genug Ressourcen haben oder halt genug neue Ressourcen finden, die man dann auf neuen Karten dann findet. Also geht es auf den Karten selber primär nur um die Infrastruktur. Wie schaut es eigentlich energiemäßig aus? Gespeichert 20.000 von 20.000. Wir brauchen ein paar mehr Akkus. Da, Batterien. Sektorvergleich erobert. Was? War es nicht gerade 14 von 15? Hätte ja auch nur einer sein können. Wichtig ist doch, wie viel die aushalten und austeilen. Ja, ich glaube, das kann man nicht angucken, ne? Was für eine Stats die haben. So, wir gehen schon wieder Overcap. Aber ist okay. Ja, dann ging das ja doch. Wir haben bisher die beiden Gebiete. Die meisten Basen werden wieder von Gegnern angegriffen, wenn du sie eingenommen hast. Oh, vielen Dank für die Info. Das macht das Spiel gleich wesentlich interessanter für mich. Ja, das heißt, wir können jetzt bei dem Krater da weitermachen. Abschließend erforsche Turbogenerator. Ja, was mich mehr interessiert ist, wenn wir jetzt zu so einem random Feld gehen, was da passiert. Ressourcen. Max. Zurück. Go. Weil das halt kein so ein Story-Feld ist, wenn ihr wisst, was ich meine. 20 Wellen. Ja, also ist kein Storyfeld. Also wir könnten es höchstens nutzen, um noch mehr Ressourcen zu bekommen, obwohl wir so schon recht viel Ressourcen haben. Gucken wir mal, ob hier irgendwas Neues noch drauf ist. Sonst hilft es einfach nur bei der Masse. Schrott zum Beispiel haben wir nicht ganz so viel, haben wir nur auf der ersten Karte. Sand. Hatten wir vorher gar nicht. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Was ist das hier? Einfach andere Bodenplatten? Ja. Und eventuell ist auf ein paar von solchen Kartenabschnitten, die halt nicht extra hervorgehoben werden auf der Hauptkarte, auch was Interessantes versteckt. Und Welteroberung ist toll. Auch wenn es leider nicht so hervorgehoben wird, wie ich mir das gedacht hatte. Also man sieht nur hervorgehoben das Feld, auf dem man gerade ist. Und die wurden mal erobert. Aber die müssten irgendwie so komplett ausgefüllt werden oder so eine Flagge drauf bekommen oder irgendwie anders eingefärbt werden, dass man weiß, dass man es erobert hat. Finde ich besser. Jo, aber ich denke mal, das sollte als erste Einführung so reichen. Ich muss schauen, eventuell machen wir hier den nächsten Samstag weiter, außer ich finde irgendwas anderes zum Letztesten. Weil ich denke, Mechanikum würde ich eher in Ruhe quasi alleine spielen, also als Let's Play, nicht als Let's Stream, weil mir da nicht ganz so viel geholfen werden kann. Also wahrscheinlich von der Erklärung am Anfang ja, aber nicht so direkt wie hier. Ja, also ähnlich wie bei XCOM. XCOM hatten wir auch nicht als Stream, ne? Das hatten wir nur als Let's Play. Nur die Anfangsfelder werden nicht angegriffen. Wie meinst du das?
Ach so, also Ground Zero wird nicht angegriffen, aber alles, was ich drumherum einnehme, das würde angegriffen werden können. Na gut, wie gesagt, für heute erstmal vorbei. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich finde es super interessant und von der Preis-Leistung her völlig okay. 5 Euro kann man nicht meckern, da kann man sich sehr lange wahrscheinlich beschäftigen. Es gibt das Ganze auch auf dem Handy. Ich weiß nicht, wie teuer es da ist. Also Android hat es auf jeden Fall. Da könnte man auch reingucken. Dann ist für heute erstmal Schluss. Und morgen geht es weiter um 20:30 mit Stardew Valley, mit meiner Kleinen wieder. Und Montag dann. Montag ist schon wieder Boptorio, ne? Blieb. Montag ist Boptorio. ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Schrägstrich Nacht. Und wir sehen uns dann die Tage. Bye, bye.